Ja, dann nimm das Adelshaar an. Da kann ich noch rein. Ich glaube, GL Fry. Was habe ich denn hier? Resistenz. Hier kriegst du nochmal ein paar Beeren. Für die Magie. Meine Herren, was haben die Leute immer zum Schreiben? Moment. So. Das sollte jetzt vorerst langen. Das war eine magere Ausbeute. Aber wir kriegen einen Goldbarren. Doch gut. Geld kann man immer gebrauchen. So. Wo sind jetzt die Läden? Ach, da unten. Oder haben wir Inventar? Sakura. Nicht Sakura. Felicia da. So, jetzt haben wir eigentlich fast alle irgendwo. Die hat zweimal Blütenfest. Ach, wir haben auch irgendwas. Das Lagern. Erhöht die Fähigkeit. Oh, das ist interessant. Was haben wir hier? Blütenfest, ja. Ja, das habe ich gerade erst gegeben. Gut, die braucht das nicht, weil die es nicht einsetzen kann. So. Unterstützungstexte. Oh, ach du Schande. Wir haben mal wieder drei Unterstützungstexte. Aua, das tut weh. Hey Felicia, dieser riesige Scherbenhaufen hast du etwa wieder? Oh je, das ist ja ein Schnitt, ein schlimmer Schnitt auf deiner Stirn. Geht es dir gut? Komm, lass mich einmal sehen. Wir sollten etwas Salbe auftragen. Ich bin so nutzlos. Ich bin nicht einmal imstande, Geschirr zu tragen. Ich wünschte, ich wäre euch eine wahre Dienstmagd. Dann müsstet ihr euch nicht ständig um mich sorgen. Ach, Felicia, wir sind doch wie eine Familie und Familienmitglieder helfen einander. Das ist doch das Mindeste. Ich verdanke dir schließlich mein Leben. Ihr verdankt mir euer Leben? Erinnerst du dich nicht? Letztes Jahr litt ich an einem furchtbaren Fieber. Oh, natürlich, ich erinnere mich. Das war, als Flora und ich eure Dienste traten, oder? Selbst da war ich chaotisch. Ich habe mich nicht richtig um euch kümmern können. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, als ihr plötzlich krank wurdet. Es stimmt, dass du mich nicht mit den herkömmlichen Methoden behandelt hast. Das war egal. Du hast deine Eismächte dazu eingesetzt, mein Fieber zu senken. Man sagte mir, dass du die Hitze aus mir herausgesogen hast, um sie aufzunehmen. Das war äußerst gefährlich. Du hättest aber sterben können. Oh, mir ist in diesem Augenblick nichts anderes eingefallen. Hast du überhaupt daran gedacht, dass du dabei zu Schaden kommen könntest? Natürlich bin ich dir dankbar, doch will ich nicht, dass du dich für mich opferst. Du musst auf dich aufpassen, verstanden? Milord Anavi, ich verstehe nicht. Ich habe auf mich aufgepasst. Wie bitte? Egal, vergesst, dass ich das eben gesagt habe. Felicia, so warte doch. Zur Erklärung für jene Leute, die vielleicht Fire Emblem nicht so noch nicht gespielt haben. Diese Level hier sind ein Ausdruck für die Beziehung zwischen den einzelnen Charakteren. Wie ihr seht, ich bin männlich, der Typ ist männlich, ich kann CBA schließen. A ist sowas wie Freund, bester Freund. Also ab C fängt es eigentlich schon an wie Freund. Dann so nähere Freunde und dann eigentlich beste Freunde ist dann A. Es gibt dann noch A plus. Das habe ich hier jetzt nicht. Es gibt vielleicht nur
bei den Noor oder gibt es das auch hier? Da hier, sie hat es zum Beispiel mit Orochi, könnte die ein A+ haben. Das ist so allerbeste Freundin, glaube ich. Soweit ich das bisher verstanden habe. S ist immer eine Beziehung. Also S ist dann Hochzeit, Heirat, dann kriegen die Kinder. Und das ist aber interessant bei dem Spiel, weil ihr könnt bei Fire Emblem immer, sagen wir mal, Krieger züchten. Wenn das etwas plump ausdrücken. Also ihr könnt natürlich Paare zusammenschließen und die kriegen dann ein Kind, das dann in einer seltsamen Dimension aufwächst, wo die Zeit nicht ganz richtig ist. Und dieses Kind tritt dann der Armee bei von euch. Da ist eben der Punkt immer, dass dieses Kind dann Fähigkeiten von den Eltern erbt. Und natürlich auch, je nachdem, welche Paarung man hat, ich weiß nicht, im Awakening war es so, dass die Kinder immer von der Mutter abhängig waren und haben dann noch die Haarfarbe vom Vater bekommen. Also man hat eigentlich immer dasselbe Kind gehabt und die Unterhaltung zwischen Mutter und Tochter waren, glaube ich, immer gleich, wobei ich nicht weiß, wie die zwischen Vater und Tochter waren, ob das vaterabhängig war oder ob es dafür im Prinzip immer ein Gemisch gibt, kann ich leider nicht so sagen. Auf jeden Fall haben wir hier noch Silas, einen der besten Freunde. Hallo Silas, hast du einen Moment? Oh, hallo Einavi, kann ich dir behilflich sein? Ja, irgendwie schon. Du sagtest, dass wir seit Kindertagen befreundet sind, aber ich versuche herauszufinden, warum du dich daran erinnerst und ich mich nicht. Oh, darum geht es. Entschuldigung. Mach dir darüber keinen Kopf. Das ist so lange her. Jeder hätte es vergessen. Aber ist es nicht seltsam, so eine enge Freundschaft einfach zu vergessen? Du wurdest ein Ritter, nur damit sich unsere Wege wieder kreuzen. Ich hingegen kann mich nicht mal mehr an dich erinnern. Wirklich? Ich wünschte mir, du würdest dir darüber keine Sorgen mehr machen. Du erinnerst dich jetzt an mich und das ist die Hauptsache. Die Mühe hat sich gelohnt. Ich bin ein Ritter und wir sind uns wieder begegnet. Ich bin dankbar dafür, dass wir jetzt alles Versäumte nachholen können. Dankbar? Die Sichtweise gefällt mir. Danke, Silas. Das ist der Enthusiasmus, an den ich mich erinnere. Ich weiß was. Warum unternehmen wir nicht einen kleinen gemeinsamen Ausflug? Das hört sich gut an. Aber wo soll's hingehen? An einen Ort, den du schon immer einmal sehen wolltest. Als wir noch jung waren, hattest du eine lange Wunschliste mit solchen Orten. Damals konnten wir nicht reisen, doch jetzt hält uns nichts mehr auf. Eine gute Idee. Aufgrund der Umstände sollten wir aber nicht zu weit weggehen. Da hast du wohl recht. Keine Sorge, das bekommen wir schon irgendwie hin. Was hast du denn geplant? Haha, entschuldige, wenn sich meine Pläne größer anhören, als sie es eigentlich sind. Wenn wir nicht in die Ferne können, dann bleiben wir eben in der Nähe. Du kannst dich vielleicht nicht an alle Orte der Liste erinnern, ich aber schon. Toll, danke Silas. Dafür sind Freunde doch da. Und jetzt lass uns packen gehen. Wird gemacht. Silas ist ein echter Freund, wie konnte ich ihn nur vergessen? Er sagte, ich soll mir keine Sorgen machen, aber es muss doch einen Grund geben. So, Rang C. Und warum ich hier jetzt das mache, wenn ich mit den Leuten kämpfe, ist es auch wichtig, welchen Rang wir haben, weil dann sind die Vorteile, die man hat, besser. Also im Prinzip, die machen einen stärker, je besser die Freundschaft ist. Ich denke, es ist Zeit, die Eberfallen zu prüfen, die wir aufstellten. Ich frage mich, ob wir wohl was gefangen haben. Was in aller Welt, Setsuna? Was machst du denn in der Eberfalle? Hallo, Milord Anavi. Ach, dafür war die Falle also. Ja? Wie bist du überhaupt? Ah, egal, ich helfe dir raus. So, die Falltür ist offen. Zumindest scheinst du nicht verletzt zu sein. Danke für eure Hilfe. Wieso riechst du nicht nach Hilfe? Das Lager ist nicht allzu weit entfernt von hier.
Schrei das nächste Mal einfach laut. Es wird sicher jemand kommen und dir helfen. Aber ich glaube, dieser Ratschlag ist überflüssig. So etwas passiert nicht häufig. Oh, das passiert mir jeden Tag, Milord. Wie bitte? Oh, Fallen und ich sind füreinander bestimmt. Gehe ich in den Bergen wandern, falle ich in eine Falle, die für Wildtiere bestimmt ist. Ich verfange mich immer in Fischernetzen, wenn ich Flüsse überquere. Ich falle sogar in diese kleinen Löcher, die Kinder zum Spaß in der Stadt graben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schon eine interessante Gabe, die du da hast. Dankeschön. Das war wirklich kein Kompliment. Wenn es schon so oft passiert ist, wieso rufst du dann nicht nach Hilfe? Oh, Milady Hinoka findet mich immer irgendwie. Also, meine Schwester sucht dich jedes Mal, wenn du in einer Falle feststeckst. Ja, Milady Hinoka hat ihre Getreuen immer im Auge. So wie du das sagst, klingt das eher nach einem Haustier als nach einer Person. Meint ihr? Egal, deshalb bin ich nie allzu besorgt, wenn ich in eine Falle feststecke. Nun ja, zumindest schweißt euch das anscheinend zusammen. Das Fallenmädchen, oh, jetzt haben wir ja fast alles abgehandelt. Hier, wir haben Jakob. Tsubaki. Tsubaki. Da bist du ja. Bist du bereit für den ersten Wettstreit? Wir haben uns darauf geeinigt, mit Schwertkampf zu beginnen, richtig? Ganz genau. Und danach kommt das Reiten. Jawohl. Erst hat jeder sein Spezialgebiet und dann geht's weiter, bis einer versagt. Bist du bereit? Ich wurde bereit geboren. Dann legen wir los. En garde. Ja. Keine Chance, du bist einfach zu gut. Deine Fähigkeiten mit dem Schwert sind sogar besser als die meinigen. War doch klar. Es ist toll, wenn jeder einen für perfekt hält. Aber das allein reicht nicht. Ganz sicher werde ich gegen dich nicht in einem Schwertduell verlieren. Ja, nimm das. Heia. Du hast bereits die Oberhand. Ich kann deine Angriffe kaum noch abwehren. Oder etwa doch? Was meinst du? Da, eine Lücke in deiner Deckung. Aua! Wie kann das sein? Hast du doch tatsächlich den entscheidenden Treffer gelandet? Ich glaub's ja nicht. Ha! Du bist definitiv schneller und geschickter mit dem Schwert als ich. Für wahr, du bist eins mit deiner Klinge. Jo, tschüss, Lord Wolfling. Lord Wolfing? Ich hoffe, ich habe dich richtig begrüßt, Lord Wolfing. Hoffe, wir sehen uns wieder. Wie gesagt, mal hier ein Ausrufezeichen Info. Genau, da die wichtigsten Informationen mal vorweg. Aber wie kann das denn sein? Ganz einfach. Ich habe dich monatelang während des Trainings beobachtet. Ich habe deine Gewohnheiten ausgemacht und entsprechende Taktik entwickelt. Willst du mich veräppeln? Mir war bewusst, dass wir eines Tages im Kampf messen. Also war ich vorbereitet. Erst schlägst du zweimal abwechselnd von links und rechts zu und dann von oben. Als ich dieses Muster erkannt hatte, habe ich den perfekten Konter entwickelt. Du schummelst doch. Nicht doch. Das war schlicht und ergreifend ein Sieg von Geist über Muskelkraft. Reicht dir das oder brauchst du noch mehr Beweis dafür, dass ich perfekt bin? Vor dem Kampf solltest du dir eine Strategie ausdenken. Alles andere wäre doch dumm. Du hast ja recht. Auch wenn es mir schwerfällt, das zuzugeben. Du hast dir diesen Sieg verdient. Haha, der Punkt geht an mich. Oh ja, das wird noch eine interessante Beziehung, finde ich. Oh, der kann mit Felicia nur A+ werden. Achso, wir sind bei Hannah und nicht beim anderen. Das erklärt alles. Mosu kann mit ziemlich vielen der Männlichen eine Beziehung eingehen. Oh, da kommt noch ein Fuchsmann. Das wird interessant.
Und Jakob kann gar nichts. So. Und wir verlassen das Schloss. Mal sehen. Kapitel 9, Drachentor wollen wir nicht machen. Schwierigkeitsgrad. Es gibt eine Belagerung. Es gibt eine Herausforderung. Machen wir mal die. Diese Herausforderung. Felder von Hoshido. So, mal sehen, wen haben wir dabei? Jakob haben wir noch nicht. Ich würde gern Mosu mehr mitnehmen. Aber wen lasse ich da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Azura brauche ich für mich. Rinka habe ich, glaube ich, gerade. Ne, Rinka und Kase. Machen wir mal die beiden weg, dass wir auch mal andere reinnehmen. Ne, den Jakob will ich eigentlich nicht mitnehmen. Nehmen wir die beiden mal mit. So. Also, dann einer wie nach vorne. Mit ihr in der Nähe. Rochade mit ihm. Und da. Gut, dann haben wir die meisten beieinander. So. So, die haben hier eine Verteidigungslinie aufgebaut, wie es aussieht. Da ist irgendwas Glitzerndes. Aber wir kommen hier erstmal nicht raus. Okay, gut, dann Kampf. Wieder alle besiegen. So. Ach so, der Fluss ist ausgetrocknet, wie es aussieht. Langsam vorschieben, damit wir hier, damit wir ja nicht zu viel haben. So. Ich hoffe nicht, dass der so eine. Oh, das ist. Moment. Nee, 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 nee. Du willst mich veralbern. Nee. Moment. Nee, nee, nee. Wir fangen das hier gar nicht sowas an. Okay, wir haben den Schlossangriff, danach haben wir auf jeden Fall gespeichert. So, und dann kamen die ganzen Gespräche, das hat jetzt ja auch ewig lang gedauert. Ja, das ist die Steigerung. Ciao, GL-Fry. Wir sehen uns vielleicht auch wieder. Hoffe ich mal. Wenn wir uns wiedersehen, wie gesagt. Follow ist ja, hast ja da gelassen, habe ich gesehen. Und ja, wir sehen uns ja dann. So. Scheint auch jedes Mal wieder dasselbe zu sein. Okay, da habe ich mich auf jeden Fall überschätzt.
muss mich zurückhalten. Selbst im Stream ist das, kann man, darf man nicht einfach so die Sachen überschätzen.